Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play WoW 138. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen erkältet, aber das tut dem Spielgeschehen nichts ab. Wir müssen weiter Windrocks töten. Ja, ich wollte gerade sagen, schmeißen wir noch ein Flächen ein, aber ich habe keins. Ich habe auch keins hergestellt. Ich habe schon mal daran gedacht. Müssen wir nochmal machen. Naja, gut. Hebt Schlimmeres. Darum, wenn ihr einen Alchemisten habt, macht ihn auf Flächenspezialisierung, weil dann können die Dinger mehrfach brocken und dann kann man die auch mal gut verkaufen. Und je nachdem, was man nimmt, lassen die sogar gut verkaufen. Jo, jo, jo. Schade, dass man die nicht alle häuten kann. Das wäre cooler, viel cooler gewesen. Aber leider geht es nicht. Cool wäre es auf jeden Fall. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mein oder unser Abaddon, der will keinen Akku aufbauen. Das hält er anscheinend nicht für nötig. Hier die Vögel aus. Ja, man kann ja alles haben. Okay, der baut nicht so viel Akku auf. Ganz langsam baut er die Akku auf. Ihr seht, er hat jetzt 3,6. Ich komme schon hinterher mit 3,2, ohne was zu machen. Mal gucken, Wirkleiter. Das Knurren. Ich weiß gar nicht, ob unser Begleiter aufgestiegen ist. Wir treffen recht viel Akku durch das Heilen. Die sogenannte Heilakku. Immer ganz furchtbar, vor allem bei Priester habe ich das Gefühl. Tada. So, da liegt schon ein Dreck. Ich würde sagen, er kriegt erstmal was zu essen. Ich krieg was zu trinken. Trinken. Okay, dann müssen wir gleich unseren Freund wieder ratzen. 152. Ich kann ja das neue, oder? Nein, auch nicht. Das habe ich auch noch nicht gehabt. An den Dotz verreckt. An den Dotz verreckt. Oh, nicht schlecht. Erstmal unser Tier wieder. Ja gut, wer weiß, wie viel Stapel der von allen möglichen drauf hatte. Ja, dann haben wir ihn gefüttert. Ja, ah, okay. Hat er nur nicht angezeigt, weil ich ihn nicht markiert hatte. Er trinkt nochmal was. Er wollte gerade aufs Mammut steigen und verkaufen. Nur ist ja schwierig hier. Hier gab es ja noch kein Mammut. Vielleicht schon in Planung, aber damals war es ein bisschen anders. Vor allem, ich glaube, ich glaube 10.000 Gold hat das Mammut gekostet. Das war richtig viel Asche. Und ich habe mir das erst mit, boah, mit Cutter, glaube ich, gekauft. Ende Cutter oder so. Oder Mitte Cutter. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich mir das kaufen soll. Was ich cool fände, wenn
da auch aktuelle Essenssachen drin sind, aber da sind ja immer nur noch DWO-TLK-Sachen drin zum Essen. Oder es ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich meine, das sind nur die Dinger essen. Und was ich im Moment überlege, ob ich mir das neue Mammut kaufe. Aber so viel Kohle habe ich noch nicht. Natürlich auch cool. Hält schon etwas aktuelleres Essen drin. Ich glaube, ich weiß, ja gut. Ich meine, damit kann man transmoggen. Und halt reparieren, verkaufen. Weil sonst noch nichts. Okay, da stapelt. Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Okay. Dann sehen Dibius Faulforst. War der nicht hier hinten da? Bei. Ich glaube, er ist ein bisschen fremd hier. Die Faulfaust. Unglaublich. Das hatte ich auch noch nicht. Also den Typen habe ich schon gekillt, aber dass der hier rumlief, habe ich auch noch nicht gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Was es nicht alles gibt hier. Oh, man muss völlig aufpassen in dieser Welt. So. Wiederbeleben. Anscheinend stirbt er in diesen komischen. Das sieht aus wie Blutung oder so. Nee, Solarplexus. Beim Schurken gibt es ein Zeichen für Solarplexus, das sieht genauso aus. Wie krass, dass das alles so Mana-intensiv ist. Oh, wir sind hier Horde übernommen. Und zwar können hier, kann man auch so komische Vögel und dann hier bombardieren. Mittlerweile ist kaum noch einer da. Ich war zwar lange, lange nicht mehr da gucken. Was ich theoretisch mal müsste, weil ich kann mir noch da einen Mount kaufen. Obwohl, es gibt bestimmt Leute, die farmen hier unten noch Ruf. Hier. Du, bei der, nee, wo sind sie hier? Kurenai. Stimmt. Theoretisch müsste ich da auch noch ein bisschen Ruf haben. Oder nicht alles. Na gut. Guck mal gerade. Also, da ist er. Adlerklaue. Der weiß, wie auf der Stapel war ist. Oh Mann, oh Mann. Und wir müssen unbedingt Quark hier finden. Dafür kriegen wir ein cooles, ne? Ihr wisst schon. Ein cooles Trinket kriegen wir da. Mann, vielleicht den Elefanten holen? Kriegen wir vielleicht unser drittes Horn, Elfenbein. Und nachher können wir das Elfenbein dann eintauschen. Wenn wir das die abgegeben haben, kriegen wir dann als ach, sag schnell hier quasi Abgabequest.
Ach Mensch, warum haut der uns denn die ganze Zeit? Unfair, unfair, unfair. Aber ich ziehe schnell Aggro. Oder der baut nicht so schnell Aggro auf. Ich verstehe das nicht. Feuerwiderstand, Klaue. Was haben wir denn da? Kobraflexe, Klaue. Die Fähigkeit bleibt nicht verfügbar. Ach so. Die kann er nicht lernen. Aha. Mann. Kobraflexe? Verringert jedoch verursachten Schaden. Nö, das braucht man nicht. Vermeidung. Ich weiß nicht, ob das auch dann den Schaden reduziert, weil ich, wir haben ja eins mal gemacht, dann wollte er nicht mehr. Dann hat es nicht funktioniert mit Akrozin und so. So gar nicht funktioniert. Ich glaube, das war das. Ja, ich komme dann recht schnell. Habt ihr Akro? Schon scheiße. Ach, da ist er wieder. Hey, Kacktyp, ey. Oh Mann, ey. Da kriegt man. Na gut, man hat jetzt damals Erfahrung für den bekommen. Aber wirklich. EP haben wir nicht bekommen. Ach, EP, Loot, hier, Geld oder so. Wie viel brauchen wir denn noch? Bei einem Riese 12. Hoppala. Ach ja. Ich liebe es, alles zu pullen. Aber ihr kennt mich ja. Wenn dann pullen, dann richtig pullen. Wir können ja mal Hallo sagen. So. Wird wütend. Ja, ich werde auch gleich wütend. Aber weiß, dass er live dabei ist? Ich glaube nicht. So, noch 11. Fast wie Weihnachten. Hatte damals einen Abreißkalender, so einen selbst gebastelt. Könnt ihr mal schreiben, dass er jetzt live ist? Oder LP? YouTube. Böf. Wie lange sind wir denn da drin? Puh. 2, 3 Monate, glaube ich. Ja, sagen wir 2 Monate. In circa 2 Monate. Hier. Ja. Mal gucken, was er sagt. Klack, offline. Oder dauert was länger beim Schreiben? Man weiß es nicht.
Oder er googelt uns jetzt. Das kann auch sein. Naja, die Frage werden wir in der nächsten Folge beantworten, wenn es wieder auch da ist. Katze. Ich bin eine Katze. Okay. Versuch mal Filterstrich 90. So, und dann würde ich sagen, lassen wir ihn mal suchen. Sehen uns in der nächsten Folge, wenn sie neues Let's Play WoW. 94, so. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn sie heißt Let's Play WoW. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play WoW 138. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen erkältet, aber das tut dem Spielgeschehen nichts ab. Wir müssen weiter Windrocks töten. Ja, ich wollte gerade sagen, schmeißen wir noch ein Flächen ein, aber ich habe keins. Ich habe auch keins hergestellt. Hab schon mal daran gedacht. Müssen wir nochmal machen. Naja gut, gibt Schlimmeres. Darum, wenn ihr einen Alchemisten habt, macht ihn auf Flächenspezialisierung, weil dann können die Dinger mehrfach brocken und dann kann man die auch mal gut verkaufen. Und je nachdem, was man nimmt, lassen die sogar gut verkaufen. Jo. Schade, dass man die nicht alle häuten kann. Das wäre cooler, viel cooler gewesen. Aber leider geht es nicht. Cool wäre es auf jeden Fall. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mein oder unser Abaddon, der will keinen Agro aufbauen. Das hält er anscheinend nicht für nötig. Hier die Vögel aus. Na gut, man kann ja alles haben. Okay, der baut nicht so viel Akku auf. Ganz langsam baut er die Akku auf. Ihr seht, er hat jetzt 3,6. Ich komme schon hinterher mit 3,2, ohne was zu machen. Mal gucken, Workleiter. Das Knurren. Ich weiß gar nicht, ob unser Begleiter aufgestiegen ist. Wir treffen recht viel Akku durch das Heilen. Die sogenannte Heilakro. Immer ganz furchtbar, vor allem bei Priester habe ich das Gefühl. Tada. So, da liegt ein Dreck. Ich würde sagen, er kriegt erstmal was zu essen. Ich krieg was zu trinken. Trinken. Okay, dann müssen wir gleich unseren Freund wieder ratzen. 152. Ich kann dem das neue, oder? Nein, auch nicht. Das habe ich auch noch nicht gehabt. An den Dotz verreckt. Das verreckt. Auch nicht schlecht. Erstmal unser Tier wieder. Ja gut, wer weiß, wie viel Stapel der von allen möglichen drauf hatte. Ja, dann haben ihn gefüttert. Ja, ah, okay. Hat er nur nicht angezeigt, weil ich ihn nicht markiert hatte.
trinke noch mal was. Ich wollte gerade aufs Mammut steigen und verkaufen. Nur ist ja schwierig hier. Hier gab es ja noch kein Mammut. Vielleicht schon in Planung, aber damals war es ein bisschen anders. Vor allem, ich glaube, wie viel waren das? Ich glaube, 10.000 Gold hat das Mammut gekostet. Das war richtig viel Asche. Wie hat man das erst mit, boah, mit Cutter, glaube ich, gekauft. Ende Cutter oder so. Oder Mitte Cutter. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich mir das kaufen soll. Was ich cool fände, wenn da auch aktuelle Essenssachen drin sind. Aber da sind ja immer nur noch die WoTLK-Sachen drin zum Essen. Oder es ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich meine, das sind nur die Dinge essen. Und was ich im Moment überlege, ob ich mir das neue Mammut kaufe. Aber so viel Kohle habe ich noch nicht. Finde natürlich auch cool. Wenn schon etwas aktuelleres essen drin. Ich glaube, ich weiß, ja gut. Ich meine, damit kann man transmoggen. Und halt reparieren, verkaufen. Weil sonst noch nichts. Okay, da stapelt. Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Okay. Ja. Dibius Faulforst. War der nicht hier hinten da? Bei. Ich glaube, er ist ein bisschen fremd hier. Die Faulfaust. Unglaublich. Das hatte ich auch noch nicht. Also den Typen habe ich schon gekillt, aber dass der hier rumlief, habe ich auch noch nicht gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Was es nicht alles gibt hier. Oh, man muss völlig aufpassen in dieser Welt. So. Wiederbeleben. Anscheinend stirbt er immer in diesen komischen. Das sieht aus wie Blutung oder so. Nee, Solarplexus. Beim Schurken gibt es ein Zeichen für Solarplexus, das sieht genauso aus. Wie krass, dass das alles so Mana-intensiv ist. Oh, wir sind hier Horde übernommen. Und zwar können hier, kann man auch so komische Vögel und dann hier bombardieren. Mittlerweile ist kaum noch einer da. Ich war zwar lange, lange nicht mehr da gucken. Was ich theoretisch mal müsste, weil ich kann mir noch da einen Mount kaufen. Obwohl, es gibt bestimmt Leute, die farmen hier unten noch Ruf. Hier. Du, bei der, nee, wo sind sie hier? Kurenai. Stimmt. Theoretisch müsste ich da auch noch ein bisschen Ruf haben. Oder nicht alles. Na gut. Guck mal gerade. Also, da, da ist er. Adlerklaue. Und da weiß ich, auf der Stapel war ist. Oh Mann, oh Mann.
Und wir müssen unbedingt Kork hier finden. Da finden kriegen wir ein cooles, ne? Ihr wisst schon. Ein cooles Trinket kriegen wir da. Mann, ey. Vielleicht den Elefanten holen, dann kriegen wir vielleicht unser drittes Horn, Elfenbein. Nachher können wir das Elfenbein dann eintauschen, wenn wir das die abgegeben haben, kriegen wir dann als ja, sag schnell hier quasi Abgabequest. Ach Mensch, warum haut er uns denn die ganze Zeit? Unfair, unfair, unfair. Aber ich ziehe schnell Aggro. Oder der baut nicht so viel Aggro auf. Ich verstehe das nicht. Feuerwiderstand und Klaue. Was haben wir denn da? Koproflexe, Klaue. Die Fähigkeit bleibt nicht verfügbar. Ach so. Die kann der nicht lernen. Aha. Mann. Kobra-Reflexe? Verringert jedoch verursachten Schaden. Nö, das braucht man nicht. Vermeidung. Ich weiß nicht, ob das auch dann den Schaden reduziert, weil ich, wir haben ja eins mal gemacht, dann wollte er nicht mehr, dann hat es nicht funktioniert mit Akkro-Ziehen und so. So gar nicht funktioniert. Ich glaube, das war das. Ja, ich komme dann recht schnell. Ich glaube, die Akkro. Schon scheiße. Ach, da ist er wieder. Hey, Kacktyp, ey. Oh Mann, ey. Da kriegt man. Ja gut, man hat jetzt damals Erfahrung für den bekommen. Aber wirklich. EP haben wir nicht bekommen. Ach, EP, Loot, hier, Geld oder so. Wie viel brauchen wir denn noch? Adam Riese 12. Hoppala. Ach ja. Ich liebe es, alles zu pullen. Aber ihr kennt mich ja. Wenn dann pullen, dann richtig pullen. Dann können ja mal Hallo sagen. So. Wird wütend. Ja, ich werde auch gleich wütend. Aber weiß, dass er live dabei ist? Ich glaube nicht. So, noch 11. Fast wie Weihnachten. Ich hatte damals einen Abreißkalender, so einen selbst gebastelten. Könnt ihr mal schreiben, dass er jetzt live ist? Oder LP. YouTube. Böf.
Wie lange sind wir denn da drin? Puh. 2, 3 Monate, glaube ich. Ja, sagen wir 2 Monate. In circa 2 Monate. Hier. Ja. Mal gucken, was er sagt. Klack, offline. Oh, das dauert etwas länger beim Schreiben. Man weiß es nicht. Oder er googelt uns jetzt. Das kann auch sein. Naja, die Frage werden wir in der nächsten Folge beantworten, wenn es wieder auch da ist. Katze. Ich bin eine Katze. Okay. Versuch mal. Strich. 90. So, dann würde ich sagen, lassen wir ihn mal suchen. Sehen uns in der nächsten Folge, wenn sie da ist. Let's play WoW. 94. So. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn sie da heißt, Let's Play WoW. Auf Wiedersehen.